So, und die Mühle läuft. Einen wunderschönen guten Morgen am heutigen Montag. Ich bin voll total abgelenkt hier von einem Radio, läuft von Tina Turner. Ein super geiler Song. Aber unabhängig davon, einen wunderschönen guten Morgen. Hier. Hi. Und dann wunderbar schönen Fachgeschäft. Das ist Aphrodite Kai. Sehr schön, Kai. Hervorragend. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Aphrodite? Nein, Blödsinn. Ich bin hier der Fahnenträger sozusagen. Der Fahnenträger. Denn wir haben ja am Mittwoch. Ich muss mal ganz kurz mal, also bevor er das. Ich habe zu ihm gesagt, wir haben ja auch fürs Auto so eine kleine Deutschlandflagge. Und da jetzt ja Mittwoch, Tag der Deutschen Einheit ist, habe ich gesagt, hol doch mal eine kleine Flagge her. Ja. Ja. Hol mal eine kleine Flagge. Ja. Also da habe ich doch tatsächlich dann hier mal die. Eine Größenwahnflagge. Größenwahnflagge. Wer war denn jetzt Aphrodite? Nee, das ist doch das mit diesen Scherben. Das ist sehr schön, deine dezente Flagge auf jeden Fall. Meine dezente Flagge von Patriot. Richtig, ganz genau, ja. Deutsche Lande, deutsche Unternehmer, passt doch alles, alles schön. Tag der Deutschen Einheit ist am Mittwoch und da haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Ganz genau, passend dazu läuft nämlich Tina Turner im Hintergrund. Aber ja, ich komme jetzt, red mal weiter, das Lied fällt mir jetzt gar nicht ein. Das Lied fällt dir nicht ein. Also wie gesagt, wir haben Tag der Deutschen Einheit und Reaction. Möchten wir gerne von heute bis Montag. Sonntag. Gibt es 10% bei Schuhplus im Webshop. Und im stationären Geschäft. Und das finden wir toll. Natürlich toll. Eindeutig. Das ist natürlich. Oh Gott. Also unsere Montagsperformance, an der müssen wir irgendwie noch ein bisschen arbeiten. Was machst du denn mit diesem dämlichen Tuch da die ganze Zeit? Das liegt an diesem. Du hast übrigens das Pferd. Ne? Du guckst dem Pferd auf dem Hintern gerade irgendwie so. Da musst du doch aber umdrehen. Da musst du auch jedenfalls von vorne. Das ist halt, hat das eigentlich einen speziellen Namen? Sowas, Patriotismus vor dem Herrn. Das weiß ich gar nicht. Wie hat das eigentlich einen Namen? Wie heißt das Niedersachsenpferd? So, hat das, vielleicht heißt das Rudolf. Ach nee, das wäre eher das Rentier. Nisa-Pferd. Oder Otto. Wie heißt das Niedersachsenpferd? Franz Josef. Der ist ja so bayerisch. Kriegt 5% extra. Oh. Und was ist, wenn der Erste? Der Erste, der weiß, ganz genau, der kriegt eine sehr schöne Idee. Das war jetzt ganz spontan und nicht abgesprochen. Praktisch ist natürlich, dass die Leute sich jetzt einen Wolf suchen könnten und es hat gar keinen Namen, ne? Genau. Ja. Also wie das gesagt, haben wir. 10% gilt diese ganze Woche von heute an, Montag bis zum kommenden Sonntag, die ganze Woche, außer am Mittwoch stationär, denn da ist zu. Hahaha. Genau, da ist Tag der Deutschen Einheit, da haben wir dann alle eine Fahne um. Da haben wir alle eine Fahne und freuen uns einen Wolf. Ja, genau. Die können wir übrigens schon aufbewahren, ne? Wann die EM ist doch bald. Die Sache in Deutschland ist die. Ganz genau. Wann ist die? Pascal? Pascal ist weg. Ist weg. Ja, wann ist die? 2024, kann das sein? 2024, glaube ich. Ich habe 2024 gelesen. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Die wählen ja, glaube ich, immer zweimal vorher, ne? Müsste jetzt an? Bis jetzt war an? Weiß ich nicht. Wer rödelt denn da im Hintergrund, wer das wissen könnte? Heller ist das. Heller weiß das nicht. Nein, Heller weiß das nicht. Ja, also wie gesagt, also so, lange genug gequatscht jetzt. Voll fies, ne? Nachher weiß die das und dann ist sie voll beleidigt. Heller? Weißt du, wann die nächste EM in Deutschland ist? 24. Scheiße, sie hat's gewusst. Danke, war richtig. Ja. Scheiße, siehst du, das ist es dieses, ne? Die weiß doch nicht raus. Hätte ich doch gewusst. Zack, zack, egal. Hätten wir einen auch drauf. Egal, das hat überhaupt gar nichts mit dem Thema. Man lässt sich zu sehr ableiten. Genau. In dem Sinne wünschen wir allen einen wunderschönen, frosteligen Montagmorgen. Und einen guten Start in die Woche. Einen wunderschönen Start auf jeden Fall in die Woche. Und wir sehen uns. Ganz genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.